Nous tous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui veut en iser, mais il y en a beaucoup qui peut pleurer. Mais moi, moi, je vais si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tous nous rassembler. Heute am 10. Heute am 10. Februar wird spannend hier für die Crew der Fradolin, weil die gehen nämlich ins Trockendock. Und wir beobachten das alles und schauen, ob das denn auch alles gut klappt. Ja? Schauen wir mal. Das Signal zum Einfahren wurde gegeben. Jetzt kommt die Fradolin hier rein. Aufregung steigt. Der Skipper ist konzentriert. Damit wir natürlich voll entspannt, ist ja auch nicht ihr Boot. Es gibt noch ein paar Diskussionen, ob die Gurte in der richtigen Position sind. So sieht die Fradolin von unten aus und die hat der Frank vor gerade mal 8 Tagen sauber gemacht. Also ein Besuch, das ist ja der Wahnsinn. Seid ihr bis jetzt zufrieden? Wir sind zufrieden, ja. Freut ihr euch schon auf 4 Wochen an Land liegen? Landurlaub. Ah. Wir werden das mal festhalten, wie ihr nach den 4 Wochen ausseht. Aktiver Landurlaub. Wir haben Probleme mit dem Autopiloten. Er geht immer wieder in den Standby-Modus, wenn die Frischwasserpumpe anspringt. Und dieses Problem werde ich jetzt mal untersuchen. Als allererstes werde ich mal hier die Pumpe ausbauen, bald säubern, mal gucken, wie die Kohlen aussehen. Und dann schauen, ob sich was geändert hat. Die Pumpe ist demontiert. Es sieht aber alles super aus. Auch hier die Kohlen. Perfekt, haben noch eine richtige Länge. Alles ist sauber, nichts ist korrigiert. Bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zusammenzubauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Gelbe hier irgendwie so ein Kondensator ist oder sowas, der die Anlaufleistung ein bisschen reduziert. Ich weiß es nicht. Wenn jemand weiß, was das ist, dann bitte in die Kommentare schreiben. Bitte, bitte. Die Pumpe ist wieder zusammengebaut, alles gereinigt, angeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ah, sie läuft zumindest. Aber es ist auch irgendwie kein Wasser. Sie pumpt. Und es scheint auch alles dicht zu sein. All das geht schon mal. Dann schauen wir mal, was der Autopilot macht. Heute startet unser Projekt Einspritzpumpe. Die leckt ja schon seit längerem. Und ich habe jemanden gefunden, der sich jetzt der Sache annimmt. So, also es wurde jetzt doch nur der hintere Teil abgebaut von der Einspritzpumpe. Und der O-Ring da unten dran, er war defekt. Okay. Das war tatsächlich der O-Ring, der kaputt war. Hä?
Aber heute beim Zusammenbauen hat er hier diesen Bolzen abgebrochen. Das ist er hier. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt versucht er über Bosch in Mexico City da ein Ersatzteil zu bekommen. Oh, 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 ich sag euch, das wird noch spannend. Seit Monaten haben wir mal wieder unter einer warmen Dusche gestanden. Ja, war richtig schön. Also das ist schon schön, ihr glaubt es gar nicht. Luxus. Genau, freut euch mal zu Hause auf eure warme Dusche. Und das gerade, wo wir jetzt hier aus der kalten Sea of Cortez gekommen sind. Und ja, da haben wir ja, wir haben ja keinen warmen Wasserboiler an Bord. Und wenn wir da geduscht haben. Genau, das war schon richtig heftig dann. Deswegen war es schön, heute mal hier in der Marina La Cruz zu duschen. Winfried vom Black Forest Restaurant hat uns heute mitgenommen zum Einkaufen. Jetzt sind wir hier in seiner favorisierten Schlachterei und kaufen natürlich auch etwas Fleisch für uns, weil die Annette will ja einkochen. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass das hier mit dieser Elektrizität noch funktioniert. Ja, Wahnsinn. Hier wird jetzt ordentlich Mett gekauft, damit die Annette schön Bolognese-Soße machen kann. Februar 2022. Schönes Datum. Ja, schön zum Heiraten, ne? Die Vorbereitungen laufen. Annette, was wird jetzt hier vorbereitet? Bolognese-Soße zum Einkochen. Wie viele Portionen gibt es denn auf der Überquerung? Also erstmal glaube ich nur drei. Nur drei. Das finde ich persönlich ja sehr wenig. Ja, es gibt ja auch noch genug andere Sachen, ne? Okay. Dingi wird gereinigt und wir haben ja wieder mal ein Leck, ein ganz kleines, aber ich habe es tatsächlich gefunden. Aber jetzt sieht man es nicht mehr. Also hier vorne drinne. Da hat das eben noch geblubbert. Jetzt sieht man schön, wie da die Blasen aufsteigen. Ja, natürlich total blöd, weil das an so einer Nahtstelle ist. Aber mal schauen, ob ich das mit diesem geilen Kleber da hinkriege. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Also heute sind Andrea und Winfried vom Black Forest Restaurant aus La Cruz hier bei uns. Und wir essen jetzt diesen leckeren Kuchen? Was für ein Kuchen? Was für ein Kuchen? Kokoszitrone. Ah, okay. Da wird die Bolognese jetzt noch eingekocht, damit sie sich auch ein halbes Jahr lang hält. Der Außenbordmotor wird auch einer Wartung unterzogen. Hier, das muss ich alles wieder lackieren. Da muss ich aber erst noch hitzebeständige Farbe besorgen und dann mache ich auch noch einen Ölwechsel. Und weil wir alle so fleißig waren, gibt es heute auch mal Kaffee und dazu die letzten beiden Stückchen von Annettes leckerem Kuchen. Kommt die Annette auch zum Kaffee? Ja, die Annette. Hast du auch deine Tasse mitgebracht? Ja, habe ich. Sehr schön. Gibt's heute und ein Flaschenzugsystem, mit dem man sich selbst hochziehen kann. Rickcheck ist erledigt und wie es immer so kommt, hat sich natürlich herausgestellt, dass das Vorstark sich langsam aufdreht.
Das liegt an einem Fehler von unserem Genua-Furler. Also das ist das Gerät, was das Genua-Segel aufrollt. Das Segel ist nicht weit genug oben und auch die obere Rolle scheint zu klemmen. Ich habe ja unten, das habe ich ja alle schon in Kolumbien erneuert, aber oben leider nicht. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein neues Vorstag haben. Jetzt warten wir aufs Angebot und hoffen, dass das auch relativ kurzfristig dann erledigt werden kann. Ansonsten, Rest des Rigges sieht gut aus, dem Alter entsprechend. Er meint, irgendwie zwischen 8 und 10 Jahren alt sei das Rig. Und so kommt eins zum anderen. Hier oben, genau, hier oben, da könnt ihr uns unterstützen bei unseren Reparaturen, damit unsere Reise auch weitergeht. Im Bad bringe ich jetzt hier ein Netz an, weil immer bei Schräglage unsere Handtücher runtergefallen sind. Und das will ich jetzt damit verhindern. So, das ist jetzt hier das Netz. Jetzt kommen jetzt hier die Handtücher hinter. Und dann bleiben die da hoffentlich auch liegen. Jetzt muss ich nochmal die Chefin fragen, was die sagt. Siehst mal, so sieht man aus, wenn man Peperonis schneidet. Chilis. Ach, Chilis. Und so sieht jetzt das Netz aus. Sehr schön. Prima. Sehr schön. So, hier wird jetzt unser Teil gefertigt. Mit einem speziellen Werkzeug. Super. Und das ist, what's your name? Alejandro. Alejandro, Alex. Das ist Alex. Perfekt. So, heute habe ich die Teile abgeholt für den Verriegelungsbolzen. Der eine ist jetzt da eingebaut und es funktioniert hervorragend. Wir suchen heute unsere Booster-Impfung zu bekommen und es sieht bis jetzt noch recht gut aus. Hier ist eine kleine Schlange. Momentan herrscht ein bisschen Verwirrung, weil wir halt keine Registrierung haben hier. Aber das klärt sich hoffentlich. Chaos hier. Aber es geht vorwärts. Meine Nette steht in der Reihe, da vorne. Ja, wir sind geboostert. Mit AstraZeneca. Wer weiß, für was es gut ist, aber wir haben es hinter uns. Ja. Und jetzt geht es hier durch die Vororte wieder zur Hauptstraße runter. Und das da unten war das heutige Impfzentrum. Guckt euch mal diese Stämme an. Also sowas hätte ich gerne als Tisch zu Hause. Das ist gigantisch. Heute ist in der Marina La Cruz Klüngelmarkt. Und da werden wir uns jetzt mal vergnügen. Natürlich gibt es auch hier auf dem Markt etwas, wo man die Kinder abgeben kann. Das ist Recyclingkunst. Das sind alles die Metallöffner von den Dosen und dann zusammengeknüpft. Ja, 100% recycelt.
schaut mal, was die Annette gefunden hat. Ein Gyros, ein griechisches Gyros hier in La Cruz. Und das wird sie natürlich jetzt auch gleich probieren. Hoffentlich schmeckt das auch. Und das ist das Gyros. Und jetzt schauen wir mal, wie die Annette kleckert. Wie das so ist. Nicht schlecht. Also beim Tzatziki müssen wir noch mal ein bisschen üben, aber ansonsten nicht schlecht. Sehr schön. Da freue ich mich ja auch, wenn ich da einen Happen abkriege. Dann. So ist das hier sonntags auf der Fradulin. Das ist richtig Sklavenarbeit. Ach, der Frank sieht ja auch so aus. Die Limelight sieht nach Monaten endlich mal wieder Süßwasser. Es gibt eine Grundreinigung. Alles wird vom Salzwasser entfernt. Und vom Rost hoffentlich. Und dann glänzt sie wieder. Der Außenbordmotor ist schön gereinigt und neu lackiert. Ich würde sagen, er sieht aus wie neu. Oder was meint ihr? Und das zweite Netz ist auch angebracht, damit da unsere Bücher nicht mehr rausfallen. Nachdem die Welle von der Einspritzpumpe ja durchgebrochen ist, haben wir sie jetzt hier komplett ausgebaut, haben auch den Zahnriemen abgenommen und dabei festgestellt, dass das Lager nicht mehr so gut ist. Na, auf jeden Fall warten wir jetzt auf Ersatzteile, die habe ich auch schon bestellt. Das hier brauchen wir auch. Kostet $740. Die Klappen unserer Schränke habe ich mir jetzt vorgenommen. Schön abgeschmägelt. Und dann werden sie jetzt dreimal mit verdünntem Lack gestrichen und zweimal mit unverdünntem Lack. Und dann sehen sie hoffentlich aus wie neu. Heute habe ich hier die Seiten abgeschliffen und schon das erste Mal lackiert. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Den ersten Einkauf haben wir getätigt. Oh, ist jetzt noch nicht so viel, vielleicht anderthalb Einkaufswagen voll. Und jetzt müssen wir das alles noch schön verstauen. Das ist hier die Küche von Winfried, wo der sonntags 185 Schnitzel macht. Ja, wo es kalt ist. Jetzt hätte ich euch beinahe Schnecken aufgekaut. Oh, die essen wir auch noch mal. Ich bin böse drum gewesen. So, ich leck ja, ich weiß ja, ob das sehr gut geeignet ist. Dann gibt es da ein Schokoladenparfait. Was ist denn das? Blaubeeren? Ja. Ja. Black Forest Parfait. Von Black Forest? Black Forest Parfait. Oh, sehr schön. Ja. Da ist original Schwarzwälder Kirschwasser drin. Achso? Aha. Original. Oh, Strandspaziergang von La Cruz nach Bosserías. Ganze Strand ist bebaut, ist dicht dran. Nur bei Ebbe kann man hier lang gehen. Ein Hotel nach dem anderen. Mexikanische Volksmusik.
ist schon wieder eine unter die Haube gekommen. Hier in dieser schönen Kirche. Auch die Annette ist begeistert hier von dem Tischler. Beautiful. Was es hier alles gibt. Wahnsinn. Schöne Brettchen. I could remix,